Also, was ich mir geholt habe, ist der Osmo Mobile 3 Gimbal in der Combo-Version mit der Tasche und dem Stativ. Ziemlich geile Tasche, finde ich. Und zusätzlich noch für das OnePlus 6T einen Adapter, wo ich gleichzeitig laden und das Mikrofon anschließen kann. Das Saharmonic, was ich mir geholt hatte. Ja, und das war halt genau dieses Video, was ihr jetzt vorher vermutlich gesehen habt. Ich finde es ein bisschen schwer, aber ja. Und schalte ich ihn mal ein. Und muss natürlich noch das Handy entsperren. Vielleicht kann mir jemand sagen, abgesehen davon, dass sie wieder hier nicht scharf stellt, wieso ich hier nicht die 60 Frames aussuchen kann, auswählen kann. In meiner normalen Kamera-App kann ich 60 Frames auswählen. Hier 4K geht nur bis 30. Keine Ahnung warum. Naja, auf jeden Fall, das Ding kostet 115 Euro aktuell. Ich habe den Link mal mit reingepostet. Affiliate-Link, falls ihr da draufklickt, kriege ich ein paar Cent. Ihr kennt das Spiel. Kostet euch nicht mehr. Jedenfalls kann ich euch dieses Ding einfach nur empfehlen. Die Software dabei ist super. Es gibt so viele Videos, die euch zeigen, was ihr da alles für Einstellungsmöglichkeiten habt. Ihr könnt Markierungen machen, wo euch dann quasi Active Track die Osmo-Software verfolgt. Das heißt, er erkennt euer Gesicht, er verfolgt euch, bewegt sich automatisch euch hinterher. Wenn ihr im Selfie-Mode seid, genau das Gleiche. Er behält euch im Fokus, egal wie ihr das Ding bewegt. Ihr könnt sogar das Setup so machen, dass ihr sagt, ich möchte bitte immer links, weiter links im Screen sein und nicht genau in der Mitte. Das heißt, es ist wirklich mega krass gut einstellbar einfach. Und ich habe selber noch nicht alles ausprobiert. Ich habe, wie gesagt, gestern nur dieses eine Video gemacht, was ich euch gezeigt habe. Und ja, da könnt ihr auch sehen, dass ich ein paar Probleme hatte. Ich habe dann diesen Focus Locked Mode angemacht. Ich habe, oder war es Focus Locked? Oh, nicht Focus Locked. Tilt Locked. Tilt Locked, genau. Tilt Locked angemacht, damit der nicht so nach oben, nach unten wackelt, wenn ich laufe. Da muss man allerdings dann wiederum auch hier den Joystick, sag ich mal, benutzen. Ja, also das Ding hat einfach so unglaublich viel, was es machen kann, allein durch die Software in der App. Es ist unglaublich gut. Hat bestimmt auch irgendwelche Nachteile, irgendwas kann es nicht, aber ich meine, ich filme das gerade hier mit der G7X und ich bin drauf und dran, die einfach wieder zu verkaufen, weil die kann einfach nichts. Das ist einfach. Ich weiß nicht, warum Leute das so hypen, nur weil sie Geld dafür kriegen und vielleicht die Kamera behalten dürfen, die sie dann sowieso nicht verwenden. Da würde ich dann eher noch die M50 empfehlen oder so. Auf jeden Fall für meine Belange, sag ich mal, für das, was ich machen will. Ist das Ding für 115 Euro echt top? Ja, so viel dazu. Mit dem Mikrofon habe ich es übrigens noch nicht wirklich ausprobiert. Ich kann es ja mal machen. Moment. Also, meine Lösung sieht jetzt so aus: Ich habe an dem Adapter und an der Handyhülle selbstklebendes Klettband, so Klettpunkte, die man eigentlich auch zum Nähen benutzen kann. Und da muss man halt immer schauen, wenn man irgendwas dran steckt, ob es jetzt eine Lens ist oder Mikrofon reinsteckt oder sonst was, man muss es halt immer wieder ausbalancieren, damit halt auch die Akkuleistung von dem Gerät lange genug hält. Und das ist so der wichtigste Tipp, den ich mir mitgenommen habe. Wenn man das gut ausbalanciert am Anfang, braucht es halt auch weniger Strom, weil es weniger Arbeit leisten muss, um das Ganze im Gleichgewicht zu halten. Ja, so, im Grunde so viel schon dazu.
Schönes Teil auf jeden Fall. Und ich werde gucken, dass ich ein paar mehr Videos in die Richtung jetzt mache. Und ja, das war es eigentlich schon. Und ich guck mal, dass ich die G7X Mark III loswerde. Obwohl ich gar nicht weiß, wie ich das mit gutem Gewissen machen kann. Ich muss dann halt sagen, dass ich nicht damit zufrieden war, aber vielleicht reicht sie ja für die Zwecke von jemand anders. Ich meine, zum Fotos machen ist ja auch gut. Nur vielleicht nicht zum qualitativ hochwertige Videos machen. Naja, okay. So viel dazu auf jeden Fall. Kleiner Nachtrag. Dadurch, dass sich das ganze Ding so schön zusammenklappen lässt und da oben einhakt und es dann nicht mehr wackelt, kann man auf diese Art wunderbar zum einen das Handy hier austarieren, bevor man das Ganze auseinanderklappt. Zum anderen kann man es auch so leichter natürlich wieder rausnehmen. Wollte ich nur noch mal nachreichen. Und das Ganze passt auf jeden Fall wunderbar hier in die Box von Osmo.